Ja, hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer neuen Folge TBTV. Heute stelle ich euch mal das Spiel Heroes Negan The Board Game von Mantic Games vor. Ja, wir waren ja auf der Spiel in Essen und dort habe ich mir The Walking Dead Heroes Negan gekauft. Ich bin ein absoluter The Walking Dead Fan und alles, was ich von The Walking Dead, von dem Tabletop Miniaturenspiel, habe ich glaube ich auch schon fast alles, außer die neue Welle fehlt mir noch und na klar, das durfte nicht fehlen. Gerade weil man diese Miniaturen auch für das bestehende Miniaturenspiel verwenden kann, beziehungsweise Tabletop-System. Allerdings war Mantic da, hat wieder einen Fehler gemacht. Haben sie uns auf der Spiel in Essen dann auch mitgeteilt, dass die entsprechenden Survivor-Cards nicht mit enthalten sind. Hat man wohl vergessen reinzupacken, aber man hatte eine Liste, dort konnte man sich eintragen und sie werden wohl nachgeschickt. Ich bin sehr gespannt, wann sie denn kommen. Aber heute geht es auf jeden Fall um das Board Game. Wir werden das klassisch unboxen, also das heißt, wir packen es mal aus, gucken uns das Ganze mal an und dann werde ich mal eine kleine Solo-Mission für euch spielen, um zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Ja, im Prinzip ist es eigentlich nichts anderes. Es gibt ein paar Änderungen natürlich, aber so vom groben Spielprinzip ist es natürlich The Walking Dead. Wir haben halt hier auch die gleichen Würfel und also es ist sehr, sehr, sehr ähnlich. Allerdings, das, was wir hier haben, ist, dass wir eine Miniatur haben, und zwar Negan selbst. Negan selbst können wir nicht spielen, sondern bewegt sich zufällig über dieses Spielfeld, über ein Aktionskartendeck. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich, also wir sind Teile der Xaviers und müssen Negan quasi den Weg bereiten. Also wir bereiten quasi den Weg vor. Negan geht immer einen ganz bestimmten Weg. Das sieht man auf den Szenariokarten. Diesen Weg geht er automatisch quasi, also immer die gleiche Linie geht er. Und beziehungsweise Felder, wir haben hier Felder. Und wir als Spieler müssen dafür sorgen, dass der Weg frei ist. Also Negan selbst bewegt sich halt, wie gesagt, über ein Aktionskartendeck. Und sollte er natürlich auf seine Untertanen stoßen, dann wird auch gerne mal die Keule geschwungen. Und wir verlieren tatsächlich auch Lebensenergie durch Negan. Also da muss man so ein bisschen aufpassen. Und natürlich ist das auch ein bisschen mit Zufall verbunden, weil dieses Aktionskartendeck, man weiß immer nicht, was kommt. Bewegt er sich? Wie weit bewegt er sich? Was macht er? Dreht er völlig durch? Von daher ist es so ein Zufallselement mit drin, das finde ich ziemlich cool. Mal gucken, wie das ist mit der, mit der Langspielzeit. Also das heißt, wenn ich die Mission durch habe, es sind auf jeden Fall ein paar enthalten, aber wenn die durch sind, fange ich quasi wieder von vorne an und der Weg von Negan quasi ist immer derselbe in den... Also natürlich von Szenario zu Szenario unterschiedlich, aber ansonsten ist, wenn ich das gleiche Szenario nochmal spiele, ist der Weg wieder derselbe. Da muss man einfach mal gucken, wie das langzeitmäßig rüberkommt. Aber ich denke mal, viele werden sich das Spiel auch nur gekauft haben wegen den Miniaturen, die da drin sind, um sie halt in ihren, in ihre bestehende The Walking Dead Sammlung mit einzufügen. Ja, und ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt Ganze mal in der Nahansicht an. Was ist eigentlich alles mit enthalten? Auf geht's! Auf den Tisch. Ja, das ist also der Spielinhalt. Also vieles wird dem Walking Dead Spieler bekannt vorkommen. Wir haben hier zum Beispiel die Kampfwürfel. Die sind natürlich bekannt aus dem The Walking Dead Spiel. Das kennen wir schon. Dann haben wir hier den Tracker. Auch den kennen wir schon. Dann haben wir hier ein Eventkartendeck. Auch das kennen wir aus The Walking Dead. Was neu ist, ist das Negan Action Deck. Das verwenden wir also, um Negan zu bewegen und um ihn handeln zu lassen. Wir haben hier ein Supply Deck mit verschiedenen Gegenständen, die wir finden können. Und das ist auch neu, wir haben hier ein Room Deck. Das heißt, jedes Mal, wenn wir einen Raum betreten, drehen wir diese Karte um und gucken, was passiert. So, wir haben jetzt hier zum Beispiel Dead Inside. Wir haben hier ein Supply Token und wir haben Walkers drin. Und dann gucken wir, wo steht der Tracker, würfeln die entsprechende Anzahl der Würfel und markieren dann entsprechend die Walker. Da gibt es natürlich auch wieder jede Menge verschiedene Karten. Was natürlich auch neu ist, sind diese Tiles. Das heißt, wir haben hier jede Menge davon, also einen ganzen Stapel. Die sind sehr, sehr ähnlich. Man hat sich hier an das Design eines Lagerhauses gehalten. Und wie gesagt, die sind von der Farbe her sehr, sehr ähnlich, aber trotzdem wirklich schön gemacht. Das sind quasi die Spielplanfelder, wo wir Negan durchführen müssen. Was haben wir noch? Wir haben natürlich eine ganze Box voll Marker. Die entsprechend kann ich euch gleich noch während des Spiels erklären. Wir haben hier zum Beispiel Türmarker, wir haben hier Zombie-Marker,
ja, verschlossene Türen und. Das erkläre ich euch dann aber während des Spiels. Ja, und dann haben wir natürlich Miniaturen. Hier hat man auf die klassischen Zombies aus der Walking Dead Range gegriffen. Die hat man grün gehalten, damit man so ein bisschen unterscheiden kann. Auch hier kann man dann direkt out of the box spielen. Wir haben also eine Unterscheidung zwischen den Helden quasi, sage ich mal, und den Zombies. Und wir haben hier natürlich ein sehr, sehr schönes Utensil. Lucille ist dabei. Das ist quasi der Initiative-Marker. Auf jeden Fall ein nettes Gimmick. Ja, dazu haben wir noch die entsprechenden Karten. Die kennen wir auch. Allerdings sind sie hier ein bisschen größer gehalten. Und wir haben hier schon eine fertige Ausrüstung dabei. Also wir haben hier schon fix und fertig erstellte Charaktere. Hier haben wir ein Messer und eine Handgun zum Beispiel. Wir haben ein Knife, Crossbow, Knife und Rifle. Also wir haben hier schon alles fertig ausgestattete Helden. Wir haben hier natürlich die Fight, Shoot und Defense-Werte. Und was neu ist, wir haben hier so einen Tracker. Und das ist der Stamina-Tracker. Das ist quasi, wenn Negan ausrastet oder nicht, da müssen wir halt hoch und runter schieben. Das kennt man so ein bisschen von Zombieside. Und ganz ehrlich, so ein bisschen geht es auch in die Richtung. Ihr werdet es während des Spiels auch sehen. Also bei meinem ersten Testspiel hat es mich auch wirklich an Zombieside erinnert. Ja, dann haben wir natürlich noch ein Regelheft, wo das Ganze nochmal ein bisschen erklärt wird. Und natürlich haben wir im hinteren Bereich die entsprechenden Szenarien. Und zwar haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Szenarien. Und wer Zombieside-Spieler ist, den kann das so ein bisschen bekannt vorkommen hier. Das sieht schon sehr, sehr ähnlich aus. Aber wir haben 12 Szenarien und wir beginnen heute mit dem ersten Szenario, und zwar Training Day. So, wir befinden uns jetzt direkt auf dem Spieltisch und wir spielen das erste Szenario. Und zwar Training Day. Ich habe die Map jetzt schon mal so weit aufgebaut, wie es hier angezeigt ist. Das ist jetzt eine sehr kleine Map. Wir haben hier lediglich 4 Kartenteile. Und Negan geht jetzt eine bestimmte Strecke, die hier in dem Szenario angestrichelt ist. Und diese Strecke geht Negan quasi ab, um ans Ziel zu kommen. Und unsere Aufgabe ist, mit diesen 2 Survivern quasi den Weg frei zu machen, so dass Negan ungehindert, ja, den Weg passieren kann. Sollte er auf Zombies stoßen oder aber sollten wir ihm im Weg stehen, dann wird es natürlich böse und wir können dadurch tatsächlich auch Schaden bekommen. Und das nicht zu knapp. Ja, ich habe mich jetzt für Dwight und Laura entschieden. Kurz zu den Profilen. Die sind ja vorgefertigt. Das heißt, wir haben nicht wie bei The Walking Dead, dass wir uns auf eine bestimmte Punktzahl einigen. Und dann ja anhand der Punktwerte unsere Survivor auswählen und dann unsere Ausrüstung. Nein, hier haben wir vorgefertigte Charaktere. Wir haben hier einmal Dwight und einmal Laura. Dwight ist mit einem Messer und einem Crossbow ausgestattet. Laura mit einem Knife und einem Rifle. Ja, sprich, Dwight kann ja ohne Noise schießen. Das heißt, mit der Armbrust erzeugt er keinen Lärm. Laura allerdings erzeugt Lärm mit ihrem Gewehr. Beide haben 5 Stamina und 20 Reputationspunkte. Diese Reputationspunkte, die können wir dann zum Beispiel auch ausgeben, wenn wir zum Beispiel Negan anfordern. Wir können auch eine Aktion wählen zum Beispiel und können sagen, dass wir Negan bewegen oder aber er soll selbst Zombies angreifen. Das kostet natürlich aber auch extrem Punkte. Wir können aber auch diese Punkte wieder aufbauen. Das geht allerdings auch. Und wir können weiterhin auch diese Punkte verlieren. Ja, bis zu einem Minimum von 0, Maximum von 20. Ja, was haben wir in den Werten? Dwight hat einen roten Fight-Würfel, einen weißen Shoot-Würfel und einen roten Defense. Laura einen roten Fight, einen blauen Shoot und einen roten Defense. Dazu kommen dann noch die Waffenprofile. Bei einem Messer gibt es noch einen roten Würfel jeweils dazu. Beim Crossbow gibt es einen roten weiterhin dazu und beim Rifle einen weißen. Und wir haben noch Sonderregeln. Dwight kann sich 4 Felder bewegen, anstatt 3, wenn er eine Move-Action macht. Und kann einen Würfel rerollen, wenn er rennt. Weil wenn wir rennen, erzeugen wir Lärm. Und es kann er versuchen, nochmal zu verhindern mit einem Reroll. Und Laura kann eine Aktion zweimal spielen. Das heißt, sie kann zweimal zum Beispiel schießen oder sich zweimal bewegen. Das geht normalerweise nicht. Wir können jede Aktion nur einmal ausführen. Laura kann das allerdings
doppelt ausführen. Ja, und sie kann zusätzlich ein Action Token, ein plus 1 Action Token nehmen, oder sie kann einen blauen Würfel für Attack, Defense oder Secure Roll wahrnehmen, wenn sie einen Gegenstand abwirft. Das heißt, wir können ja auch Gegenstände finden. Wir haben hier die Räume, das erkläre ich jetzt nochmal kurz. Hier sind so Schloss, rote Schlösser. Hier gibt es dann noch das grüne Schloss. Das heißt, die sind quasi im Moment nicht sauber, nicht gecleared. Wir können versuchen, diese Räume zu clearen. Und dann können wir versuchen, dort Stamina wieder zu heilen. Das heißt, wenn ein Raum einen Grünmarker hat, wir können das mit einer Aktion machen, versuchen. Dafür müssen wir einen Secure Roll machen mit einem Würfelwurf. Wenn das uns gelingt, dann ist dieser Raum quasi sicher. Und dort können wir dann versuchen, wieder Stamina zu heilen. Das heißt, wir können Lebenspunkte wieder heilen. Und hier gibt es noch eine besondere Regel. Wenn wir einen Raum betreten, dann ziehen wir eine Room Card und folgen den Anweisungen auf der Karte. Da können dann Zombies erscheinen, da können Supply Marker erscheinen. Das heißt, wir können dort Gegenstände finden. Ja, genug geschnackt. Jetzt geht es, glaube ich, los. Wir müssen quasi einfach nur diese Route frei machen. Wir gehen hier den Weg lang, um hier ins Ziel zu kommen. Und Negan muss zum Schluss hier sein. Und wenn Negan hier ist, haben wir das Spiel gewonnen. Ja, vielleicht der ein oder andere erkennt das vielleicht so ein bisschen Zombie-Side-mäßig. Wir haben hier den Ausgang, wir haben hier die Zombie-Eintrittspunkte. Das kennt man von Zombie-Side. Dann würde ich sagen, wir legen direkt los. Wir beginnen mit der Survivor-Phase. Negan beginnt erst in der zweiten Runde. Und sämtliche Türen sind hier einfach einfache Türen. Das hat man gesagt, okay, in einem Solo-Abenteuer ist das sonst zu krass. Man kann den Schwierigkeitsgrad natürlich erhöhen und man kann diese Türen auch noch verriegeln. Das heißt, mit einer Aktion müssen wir diese Tür dann aufbrechen. Ansonsten sind das ganz normale Türen. Wir können ganz normal durchgehen und unsere Bewegung fortführen. Ja, so. Vier Phasen haben wir. Bei The Walking Dead spielt das genauso. Wir haben einmal die Survivor-Phase, wir haben die Walker-Phase und wir haben die End-Phase. Hier haben wir noch eine weitere Phase, wir haben die Negan-Phase. Die kommt zwischen der Walker-Phase und der End-Phase. Aber wir beginnen jetzt erstmal ganz einfach mit der Survivor-Phase. Ja, dann aktiviere ich doch als erstes mal Dwight. Er kann vier Felder laufen statt drei. Dann machen wir eins, machen die Tür auf. Zwei, machen die Tür auf. Und bevor wir jetzt den Raum betreten, ziehen wir eine Room Card und wir haben zwei Supply Tokens. Die platzieren wir drei Felder Minimum vom Survivor entfernt. Stellen wir die auf und wir haben einen roten und einen blauen Walkers in dem Raum. Oh, das ist gut. Wir haben nur einen einzigen. Den stellen wir direkt auf den Secure Marker. So, jetzt können wir unsere Bewegung fortführen. Das heißt, wir haben noch zwei Felder, die wir uns bewegen können. Dann machen wir doch 1, 2 und werden jetzt einfach nochmal das Feuer eröffnen mit dem Crossbow. Das heißt, wir haben einen roten Würfel für, einen weißen Würfel für die Shoot-Attack und einen roten für den Crossbow. Und nun versuchen wir zu treffen. Wir treffen auf jeden Fall, haben aber kein Headshot-Symbol. Der Zombie kann das verteidigen, schafft er aber nicht und geht zu Boden. Ja, der Tracker steht natürlich auf 1. Wir haben jetzt keinen Lärm erzeugt. Wir sind ganz normal gelaufen, haben mit dem Crossbow gefeuert, erzeugt also auch keinen Lärm. Von daher ist alles noch gut. Es ist immer noch bei 1. Jetzt aktivieren wir Laura. Tja, wir können jetzt 1, 2, 3 Felder laufen. Und ich würde sagen, wir lassen sie gleich nochmal laufen, um halt einfach auch den Weg für Negan frei zu machen. Jetzt kommen wir in die Walker-Phase und als erstes ziehen wir eine Karte vom Event-Deck. What was that? Choose a survivor. The closest Walker token to that survivor. Move two spaces. Okay, also wir haben nur einen einzigen, den habe ich jetzt eben gerade noch draufgelegt, den habe ich vergessen. Bewegt sich zwei Felder. Das war's auch schon. Mehr passiert jetzt erstmal nicht. Der Token hat sich jetzt zwei Felder bewegt mit einer Kartenaktion. Jetzt bewegen sich die Tokens normal. Sie bewegen sich immer ein Feld. Ja,
Der liegt am Boden. Das war auch schon die Walker-Phase. Wir kommen in die Negan-Phase. Eigentlich normalerweise müssten wir jetzt eine Karte ziehen, brauchen wir aber noch nicht, erst ab der Runde 2. Das heißt, wir kommen jetzt in die Endphase. Wir würfeln jetzt noch für den Walker, ob der wieder aufsteht. Und er steht auf. Und jetzt geht es schon direkt in die zweite Runde. Beginnen wir doch gleich mit Dwight erneut und schießen mit der Armbrust. Wir haben diesmal ein Headshot-Symbol dabei. Der Zombie verteidigt das mit einem, aber das kann er nicht verteidigen und somit ist er aus dem Spiel. Normalerweise würden wir jetzt einen Reputationspunkt zubekommen. Wir haben jetzt aber schon 20, das heißt, mehr können wir nicht. Dann würde ich sagen, bewegt er sich 1, 2, 3 Felder. Laura wird einfach mal den Supply-Token als Aktion aufnehmen. Darf dafür eine Karte ziehen und bekommt Bandagen. Kann also Stamina heilen. Und als zweite Aktion... geht sie einfach nochmal auf den zweiten Supply-Token. Wir kommen wieder in die Walker-Phase, wir ziehen eine Karte. Drawn to Conflict. Place one Walker-Token on each Entry Point auf das Threat-Level. Okay, wir sind jetzt hier bei Weiß. Das heißt, wir sind noch, wir haben hier so ein Creme-Weiß. Dann geht es weiter ins Rötliche und einen ganz roten. Das ist hier auf dem Threat-Tracker vermerkt. Wir sind jetzt aber noch bei Weiß, wir haben keinen Entry-Point. Also das heißt, es folgt kein Token. Und wir können den Walker-Token noch um ein Feld bewegen. Der Tracker bewegt sich weiterhin nicht. Das ist meistens hier oben links auf der Karte, steht das noch mit drauf. Ja, Walker-Phase ist somit auch abgehandelt. Wir kommen jetzt erstmal in die Negan-Phase und ziehen eine Negan-Action-Card. Let Lucille protect you. Move two spaces and reduce the threat level by... Ja, rot. Können wir noch nicht. Und Negan removes einen blauen Würfel Walkers innerhalb drei Spaces from play. Auch das geht nicht. Wir haben keine Walker auf dem Feld. Das heißt, er bewegt sich einfach nur zwei Felder anhand seiner Route. Dazu müssen wir dann auf die Map gucken. Wie bewegt er sich? Eins, zwei Felder. Noch ist alles gut, der Weg ist frei und wir kommen direkt in die nächste Endphase. Aber auch hier haben wir jetzt weiterhin nichts zu klären und gehen direkt in die dritte Runde für die Survivor. Ja, Dwight versucht jetzt mal diesen Raum hier einfach mal zu sichern. Um diesen Raum zu sichern, darf er einen Würfel werfen und zwar genau einen weißen. Und für jeden Survivor inklusive Negan darf er einen weiteren Würfel werfen. Das heißt, wir sind zwei. Also ein weiterer ist hier drin, das heißt, er darf zwei Würfel werfen. Jetzt gucken wir auf den Tracker, um den Wert zu erreichen. Wir brauchen eine 1, also wir sind immer noch bei 1. Und das grüne Feld sagt an, welchen Erfolg wir brauchen. Das ist die 1, also wir brauchen einen Erfolg. Ja, das hat funktioniert. Wir können den Marker flippen. Und somit ist dieser Raum jetzt sicher und wir können auch in diesem Raum jetzt Stamina wieder heilen. Das war so eine Aktion. Als zweite Aktion würde ich da jetzt einfach mal stehen bleiben, weil da wartet ein Walker-Token und würde die zweite Aktion einfach mal verfallen lassen. Beziehungsweise ich könnte Negan bewegen. Warum eigentlich nicht? Ich kann ihn bis zu drei Felder bewegen. Wobei, wenn ich dann eine Karte ziehe, dann ist der Weg vielleicht versperrt. Nein, ich lasse meine zweite Aktion einfach verfallen. Mit Laura, sie nimmt den Supply-Token auf, zieht eine Karte, bekommt nochmal Bandagen. Ja, und als zweite Aktion würde ich sie, glaube ich, auch verfallen lassen, damit ich dann in der nächsten Runde Zeit habe, die Tür zu öffnen, um dann halt auch direkt noch anzugreifen. Ja, wir kommen in die Walker-Phase, wir ziehen eine Karte. No wait over there. Okay, wir nehmen also einen Zombie-Marker, entfernen den und müssen ihn in einer neuen Position an einer offenen Route. But must be out of sight of any survivors. Das wäre ja dann... Ja, ich würde ihn jetzt einfach auf diesen Entry-Point legen.
Auch hier wandert der Tracker nicht. Das ist natürlich jetzt gar nicht schlecht, weil die Tür ist frei. Allerdings bewegt sich der Marker. Der Token wird erst geflippt, wenn eine Sichtlinie besteht. Ja, wir kommen in die nächste Negan-Phase. Open Fire. Negan bewegt sich ein Feld. Any survivor with an equipped shoot weapon within range and line of sight of one or more walkers must immediately shoot one. If they remove a walker from play, they gain... Okay, also er bewegt sich ein Feld. Somit haben wir jetzt eine Sichtlinie zu den Zombies. Und ein weißer Würfel Zombies kommt ins Spiel. Einer. Genau einer. Aber es passiert jetzt erstmal nichts. So, in der Endphase habe ich jetzt tatsächlich nochmal was überlesen. Und zwar bekommen wir plus 1 Threat Level wegen den Secured Rooms. Das heißt, wir haben jetzt, wir kriegen plus 1 auf jeden Fall, weil wir nur einen gesichert haben. Hätten wir jetzt zwei gesichert, dann würde nichts mehr passieren. Also ist es doch auch sinnvoll, diese Räume zu sichern. Okay, das habe ich jetzt total überlesen. Okay, spielen wir es ab jetzt mit dieser Regel. Ja, wir haben keine Prone Walkers. Wir haben keine Activation Tokens sind weg. Wir haben kein Feuer. Von daher geht es direkt wieder in die nächste Survivor-Phase. Ja, dann würde ich doch sagen, wir aktivieren Dwight mit 1. Wobei, nein, wir aktivieren Laura, 1, öffnen die Tür, 2, 3, 4, 5, 6. Sie macht quasi 2 Bewegungen. Und als nächstes hinterher kommt dann gleich Dwight, 1, 2, 3, 4. Ja, was machen wir jetzt? Ach, wir können nochmal Hold Your Nerve machen, um den Tracker einfach mal runterzukriegen. Das funktioniert nicht. Und kommen direkt jetzt in die Walker-Phase. So, jetzt erhöht sich das erste Mal der Threat Level per Karte. Einen roten Würfel, plus 1. Noch ist alles gut. Und place a Walker within 3 spaces in line of sight of Negan. Okay, dann stellen wir doch gleich direkt hier einen hin. Move Walker Tokens haben wir nicht. Wir bewegen die Walker auch nicht. Das heißt, wir machen jetzt eine Walker Attack. Okay, ich habe jetzt noch mal gerade noch mal die Regel überflogen. Das heißt, wenn Zombies Negan angreifen, ja, er verliert automatisch einen Stamina-Punkt für jeden Walker, der ihn angreift. Das heißt, er hat 2 Punkte verloren. Und als weitere Regel ist es, sobald er Damage genommen hat, jeder Survivor erhält minus einen weißen Würfel Reputation. Wir würfeln für Dwight 1 und wir würfeln für Laura auch 1. Okay. Kommen wir in die Negan-Phase direkt. Don't stay in one place. Move 2 spaces. All survivors may immediately move 1 space. Okay, er bewegt sich 2 Felder. Und die Survivors bewegen sich jeweils ein Feld. Das war's auch schon. Wir kommen in die Endphase. Wir sind immer noch bei einem Secure Room. Das heißt, der Tracker steigt um 1. Kein Feuer, keine Prone Walkers und ab geht's in die nächste Survivor-Phase. Ja, ich würde jetzt sagen, damit Negan da ein bisschen wegkommt von den Zombies, würde ich einfach mal sagen, clear the way und wir bewegen Negan 3 Felder. 1, 2, 3. Das war die erste Aktion von Dwight. Und Dwight selbst bewegt sich auch nochmal 3 Felder. Somit sind beide Aktionen abgehandelt. Laura wird jetzt einfach mal hier die Tür öffnen. 1, 2.
Tür ist offen und wir ziehen eine Room Card. Oh, Dead Inside. Ein Supply Token. Und wir sind auf dem Low Level. Das heißt, ein weißer Würfel. Ein Walker ist in dem Raum. Das ist okay. Wir bewegen uns zwei Felder. Das war die erste Aktion. Als zweite Aktion machen wir einfach mal noch einen Fight. Wir bekommen einen roten dazu wegen dem Messer. Greifen den Walker an. Ein Treffer. Der Walker kann das verteidigen. Tut er auch und bleibt einfach hart stehen. Ja, gehen wir in die Walker-Phase direkt. Ziehen eine Eventkarte. Der Tracker wandert um 1. Romas, place one Walker Token on each Entry Point. Wir sind jetzt bei Low, das heißt, wir kriegen einen Walker. Und choose a Survivor, place one Walker Token on the nearest unsecured Token to them. Einen weiteren, okay, choose a Walker, place one Token on the nearest unsecured Token. The nearest ist ja quasi hier. Ja. Wir bewegen die Marker. Wir haben ja quasi automatisch eine Sichtlinie. Hier kommt ein roter. Da kommt gar nichts. Haben wir Glück gehabt. Der bleibt stehen und die Walker selbst bewegen sich zwei Felder. Und hier haben wir einen Angriff. Einer, Defense, gar nichts und sie verliert tatsächlich einen Lebenspunkt. Wir kommen in die Negan-Phase. Wir ziehen eine weitere Karte. Let me hold that. Move one space. Okay, das ist gerade ein bisschen langsam. And the nearest survivor must discard one supply card. If they have no cards, verliert er eine Reputation. Okay, das ist quasi Dwight. Er hat keine, also verliert er einmal Reputation. Ja, wir kommen in die Endphase. Wir sind immer noch ein drunter, also wandert der Tracker höher und kommen direkt in die nächste Survivor-Phase. Ja, Laura wird einfach nochmal wieder zuschlagen mit dem Messer. Ah, wieder nur ein. Zombie kann verteidigen, tut dies auch. Sie kann das ja nochmal machen, weil sie doppelte Aktion spielen kann. Oh, gar nichts. Okay. Dann wird Dwight 1, 2, 3, 4 Felder reinlaufen und auch nochmal mit dem Messer zuschlagen. Wieder nur ein. Er verteidigt das. Somit sind die Aktionen von den Survivors durch und kommen in die nächste Walker-Phase. Threat Level steigt um weißen Würfel. Oh, das sind 2. Wir sind inzwischen bei 8. Und choose a survivor. Choose the nearest secured room. Das wäre der hier. Und flip the security. Oh, er ist wieder nicht mehr sicher. Ja, das war's auch schon. Allerdings kostet uns das jetzt schon 2 auf dem Tracker. Ja, Zombies bewegen sich. 1, 2. 1, 2. Der Marker bewegt sich ein Feld. Und hier gibt es noch einen Angriff. Gegen Dwight. 1. Verteidiger. Nix. Und Dwight verliert einen Lebenspunkt. Ja, Negan-Phase. Move 2 spaces. And all survivors with 6 or more reputation immune draw a supply card. Oh, aber beide können eine Supply Card ziehen. Ein Brecheisen und ein Sledgehammer. Ja, wir kommen in die Endphase. Wir kriegen 2 weitere. Jetzt wird es langsam ein bisschen kritisch. Ansonsten passiert gar nichts. Wir kommen in die nächste Survivor-Phase. Ja, Dwight schlägt erneut zu mit dem Messer. Da ist diesmal das Headshot-Symbol und wir haben 3 Treffer. Der Zombie kann das verteidigen, tut er mit einem, das reicht aber nicht und ist somit ausgeschaltet. Und gibt einen Reputationspunkt wieder dazu. Als zweite Aktion lässt er einfach Negan nochmal laufen.
1, 2, 3 Felder. Und Laura, ja, bewegt sich einfach mal auf den Supply Token. Macht aber einen Hold Your Nerve Test. Das gelingt. Und der Tracker wandert auf 9 zurück. Wir kommen in die Zombie-Phase. Ah, der Tracker steigt um 2. Choose a Survivor. Place 3 Walker Tokens at the closest entry point. Das wäre hier. Allerdings zu der Farbe des Trackers. Das wäre dann also hier hinten. Okay, 3 Walker. Und place 1 Walker Token on the nearest unsecured token to them. Even in open room. Also hier. Wir haben eine direkte Sichtlinie. Oh, und ein blauer Würfel. Aber es ist nur einer. Ja, das war das Event. Wir bewegen die Tokens. Ein Feld. Wir bewegen die Zombies. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hier ebenfalls. Ja, und der geht direkt in den Nahkampf und greift einmal Dwight an. Mit einem schafft er das auch. Aber Dwight kann es verteidigen. Kommt direkt in die Negan-Phase. Move 3 spaces und add einen weißen Reputation to the nearest survivor. Also hier, er kann seine Reputation hochbringen, das klappt. Er ist auf 20. Und jetzt müssen wir mal nach der genauen Strecke schauen. Negan geht quasi auf das Feld. Das kann er jetzt nicht. Somit, er versperrt den Weg und es gibt automatisch ein Negan Rage. Ja, was passiert in dem Fall? Es gibt einen blauen Würfel. Das sind 2. Das heißt, Dwight verliert 2 Punkte an Reputation. Er verliert unter anderem einen Stamina-Punkt, weil er einen Schlag mit der Keule bekommt. Und er kann einen blauen Würfel Walkers innerhalb 3 Felder entfernen. Das sind 3. Der geht also automatisch. Ja. Und das war es auch schon. Aber ihr habt gesehen, es gibt jetzt einen Schadenspunkt. Wenn das öfter passiert, dann ist es auch ganz, ganz schnell, dass so ein Survivor mal stirbt. Ja, wir kommen in die Endphase. Wir bekommen 2 auf den Tracker, weil unsecured rooms, und kommen jetzt aber auch direkt schon wieder in die nächste Survivor-Phase. Ja, Dwight macht natürlich den Weg frei. Er geht mal auf den Punkt und versucht, diesen Punkt zu clearen. Wir sind jetzt natürlich schon bei dem, wir brauchen 3 Erfolge. Das funktioniert. Dieser Raum ist also cleared. Ja, Laura nimmt den Supply Token einfach auf, zieht eine Karte und erhält einen Feuerlöscher. Und als zweite Aktion macht sie Hold Your Nerve, um den Tracker mal runterzubringen. Das funktioniert auch und wir sind bei 12. Wir kommen in die Walker-Phase. Plus 1 geht wieder auf den Tracker. Place 1 Walker Token on each entry point der korrekten Farbe. Wir sind hier. Und choose a survivor. Place 1 Walker Token on the nearest unsecured token in an open room. Okay, der ist offen. Unsecured, dann kommt da ein Marker drauf. Ja, bewegen die Marker jetzt auch noch gleichzeitig. Aber ich denke mal, die werden nicht mehr ankommen. Wir kommen in die nächste Negan-Phase. Negan does not move. Oh nein! Negan becomes enraged following the normal rules. He then cause noise if he hadn't already. Oh, okay, er bewegt sich nicht. Er kann sich nicht bewegen. Und wir müssen die normalen Regeln abhandeln. Das heißt, ja, Dwight kriegt es wieder ab. Minus 2 Stamina.
Reputation, minus ein Stamina und ja, er erzeugt Lärm. Und wenn wir Lärm erzeugen, wandert der Tracker um 1. Wir sind jetzt in der roten Phase. Und jeder Walker-Token bewegt sich ein Feld. Und jeder Walker bewegt sich zwei Felder. Wir kommen in die Endphase. Wir haben ein Secured Room. Das heißt, wir kriegen einen auf den Tracker drauf. Ansonsten passiert nichts. Wir kommen in die nächste Walker-Phase. Ich würde sagen, wir lassen jetzt Dwight mit einer Aktion mal liegen bewegen. Und er bewegt sich 1. Müssen wir nochmal genaue Route gucken. 1, 2, 3 und Negan hat das Ziel erreicht und somit ist das Spiel beendet. Ja, das war also das Einstiegsspiel für Here's Negan, the Board Game. Das war jetzt natürlich ein Einstiegsszenario, das war natürlich jetzt relativ einfach noch. Aber ich finde es cool, also ich mag das Spiel, ich mag The Walking Dead, ich finde das System ganz gut mit diesem Geräusch, mit dieser Geräuschmechanik. Ich finde auch die extra Kampfwürfel finde ich inzwischen nicht schlecht. Das haben ja inzwischen einige Spiele, dass es einfach nicht mehr die typischen W6 plus Modifikationen sind, sondern einfach Würfel mit verschiedenen Symbolen. Finde ich gut. Ich finde es auch richtig gut, dass, also es ist natürlich jetzt ein super Einstiegsspiel. Das heißt, für Leute, die mit Tabletop eigentlich nichts am Hut haben, kann man dieses Spiel einfach mal rausholen und sagen, hier komm, wir spielen mal ein Boardgame. Und es erleichtert, glaube ich, ungemein den Einstieg in ein Tabletop-System, weil klar, dieses Spiel ist jetzt nicht so, also klar, da sind 12 Szenarien drin, die kann man durchspielen. Das ist natürlich so ein bisschen diese Laufroute von Negan, das ist halt, ja, okay, finde ich jetzt auch nicht so gut. Vielleicht hätte man das auch, könnte man das auch so spielen, dass Negan sich einfach frei bewegt, also trotzdem über das Kartendeck, aber dass man ihn frei bewegen kann. Aber klar, diese Route macht natürlich Sinn, weil wenn er irgendwo stecken bleibt, dann rastet er halt völlig aus. Und das macht schon Sinn. Aber wenn ich diese 12 Szenarien gespielt habe, dann ist es vielleicht vom Spielspaß vielleicht nicht mehr so. Aber dann ist es natürlich so, ich kann mit den Leuten dann ins Tabletop einsteigen. Und in dem The Walking Dead Tabletop-System haben wir einfach auch noch unglaublich viele Möglichkeiten. Inzwischen sind da so viele tolle Regeln rausgekommen. Und für den Einstieg finde ich da einfach perfekt. Also für Leute, die einfach keine Ahnung von Tabletop haben, aber das gerne mal ein Boardgame spielen, ja, für die ist es super. Man setzt sich mit denen an den Tisch, spielt eine Runde und sagt dann vielleicht, hey, habt ihr jetzt nicht mehr Bock, noch ein bisschen mehr reinzubringen in das Spiel? Und dann spielt man einfach mal, ja, eine Runde The Walking Dead. Ja, was mich so ein bisschen stört, ist so dieser unaufgeräumte Spielplan. Das heißt, wir haben diese ganzen Marker mit den Türen und den Sicherheitstoken und. Irgendwann kommen noch Fire-Tokens dazu, diese Einstiegspunkte. Das ist so, ich mag immer ganz gerne ein aufgeräumtes Spielfeld. Und wenn man dann auch noch Miniaturen und Marker bewegt, dann rutscht, ihr habt das eben selbst gesehen, dann verrutschen halt auch schnell mal die Marker. Das ist so das einzige Manko, was mir hier aufgefallen ist. Ansonsten, Miniaturen sind cool, man kennt sie aus der The Walking Dead Range inzwischen, das ist nichts anderes. Da wurde nur eine andere Plastikfarbe verwendet, ansonsten sind die vom Material gleich. Natürlich hier und da, wenn man sie anmalt, sollte man sie nochmal entgraten. Aber ich glaube, für das Boardgame könnte man sie auch einfach unbemalt lassen, indem man sagt, okay, gerade wenn man Leute hat, mit denen man einsteigt, da hat man, also viele, die Boardgames spielen, kennen es halt, dass man mit unbemalten Miniaturen spielt und man hat einfach zwei eingefärbte Plastiksorten und die grünen sind die Zombies, die grauen sind die guten und dann kann man immer noch sagen, hey, wollen wir jetzt mal The Walking Dead The Tabletop Game spielen und spielt dann mit bemalten Miniaturen und 3D-Gelände und so weiter, dann ist das natürlich auf jeden Fall nochmal ein bisschen beeindruckender. Ja, ansonsten kann man es perfekt direkt aus der Box spielen. Ich bin ein Riesenfan von The Walking Dead. Ich würde es gerne noch öfter spielen. Das ist ein super Einstieg. Die Miniaturen könnt ihr auch für das normale The Walking Dead Spiel verwenden. Allerdings in dieser Grundbox waren die Karten noch nicht drin. Ich weiß nicht, inwiefern Mantic da jetzt nachgebessert hat. Aber die sollten auf jeden Fall nachgeschickt werden, hat man uns auf das Spiel gesagt. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wie das ist mit den Boxen, die man jetzt inzwischen so kaufen kann. Eine deutsche Übersetzung, weiß ich nicht, ist glaube ich
nicht geplant, also da habe ich keine Ahnung, ich weiß es nicht, kann ich nicht zu sagen. Wäre natürlich schön, gerade so für den Boardgame-Bereich, macht eine deutsche Übersetzung natürlich mega Sinn. Und ja, das war's zu Heroes League, The Board Game. Schaut auf jeden Fall mal rein, die Box kostet um die 50 Euro. Ist schon ein bisschen teurer wie manch andere Spiele, die zum Beispiel von Warlord Games oder so erscheinen. Aber ihr habt halt auch wirklich eine Handvoll Miniaturen dabei. Ihr habt jede Menge Zeug dabei. Die ganzen Kartenteile sind dabei. Also 50 Euro finde ich wirklich okay für dieses Spiel. Also es ist nicht zu teuer, es ist nicht zu billig. Und schaut euch das Ganze mal an. Bei eurem Händler des Vertrauens findet ihr das bestimmt. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, tschüss. Mm-hmm.